Agent, du bist nicht von dieser Welt, Mann. Ich glaub dir den Scheiß, denn du Schwuchtel bist einer von Traumschiff Surprise. Kampf getarnt auf die Welt als ein Mann mit Zopf, der am ganzen Universum noch mehr saugt als ein schwarzes Loch. Ey Kollege, wir sind skrupellos und krank. Wenn wir zu dir kommen, wissen wir, du Hurensohn hast Angst. Sie gab sich nicht zufrieden mit nem 1,5 Nettoverdiener. Deshalb bleckst du Vagina und spielst den Rap-Musizierer. Doch dann kam Dima um die Ecke, bringt sie weg in den Beamer. Johann, du Fotze, schönen Gruß von deiner Ex, hau Carina. Du stehst der Mutter deine Liebe, sie lutscht wie eine Maschine. Ich fick deine Ex in der L&T-Umkleidekabine. Johnny guckt, wie ich es hier in den Klamottenhaufen mach. Und als Dank gibt sie mir Jeans und ein paar Socken auf Rabatt. Sie ist die Liebe deines Lebens, du willst heiraten und Kinder. Doch dann siehst du ihre Bilder von der Schwangerschaft bei Insta. Schon peinlich, wie er weinend in seinem Rattenloch leidet und sie zur gleichen Zeit einen reicheren Kasachenkork reitet. Dann warst du mit der Stripperin vom Dreamdreh zusammen, hast ihr die Liebe gestanden, sie zeigt im Video Tanga. Und komm mir nicht mit diesem Peach-Kasachen an, for your info, ich stell mit seiner Peach-Kasachen an. Mach mal nicht auf Mann, du kleiner russischer Hanswurst. Eine deiner Ex-Beziehung ist jetzt Nutte in Hamburg. Aufgeführt unter der Kategorie Mai Tai Chick. Ja, ich mein die Asiatin aus deinem Bye-Bye-Clip. Spetti, du Emo im Musikvideo, faselst du von Liebe. Fix die Frau von einem Bruder, nutzt die Phase in der Krise. Wir sind Eltern, doch du Bastard, stellst Moral hinter die Triebe. Diese Zeilen in deinem Love-Song gehen um Fabio und hat. Und pass auf, wie du über die Ex von Ismail sprichst. Sieht er das Video, gibt Street-Politik, nix easy für dich. Denn dann kassierst du nen Stich, du miese Bitch, es wird widerlich. Zu lieber Mann nicht, mit dieser abgefegt. Du machst in deinen Liedern ein auf miesester Lover. Doch was bringt's optisch, wenn du Eierkin mit Ziegenbart coverst? Ich hab Sex mit deinem Vibe. Und nachdem ne Kugel aus der Tech 90 steift, bist du ihr Ex, Mr. Right. Und genau diese hinterfotzige Art von dir ist der Grund dafür, warum du heute alleine bist und die ganze Gang an meiner Seite steht. Aber du warst nicht nur mir gegenüber so hinterfotzig, sondern auch anderen Rappern, wie zum Beispiel Sunny. Und Sunny wollte dich unter Vertrag, ja die Scheiße stimmt. Und du hast dich so gefreut wie ein kleines Kind. Doch er meinte zu dir, Mann, ich seine dich nur, wenn du mit deiner Statur was tust für deine Figur. Und daraufhin machtest du dir einen Fitnessvertrag, aber frisst jeden Tag und warst bis jetzt nicht da. Und die Sache hat deinen Kopf gefickt, also sagtest du bei TV Straßensound, dass Sunny eine Fotze ist. Fuck it, Digga, guck mal, mir ist Dima egal. Mich interessiert nur die Familie, doch Dima hat dir nie was getan. Nein, ganz im Gegenteil, weil er dir schon da sein Respekt gab, als für andere Labels dein Dasein noch fremd war. Und dann redest du so schlecht über ihn. Mann, du hast von Anfang an seinen Respekt nicht verdient. Denn du nanntest einen Menschen eine Fotze, der dir eine Chance